Herr Haug, die Digitalisierung treibt weitere Knospen. Jetzt kommt der virtuelle Schlüssel auf den Markt. Welche Konsequenzen bedeutet dies denn nun für das Geschäft des Versicherers? Ja, wir müssen natürlich schauen, dass wir auch für die Kundenzufriedenheit dem Kunden sozusagen die gleichen Möglichkeiten geben wie vorher, vor allem im Fall eines Totalverlusts, das heißt, das Auto wurde geklaut, uns das sozusagen nachzuweisen. Vorher haben die Versicherer schlichtweg gesagt, gib uns den Fahrzeugbrief und einen ganzen Schlüsselsatz. Wunderbar. Jetzt habe ich aber den virtuellen Schlüssel auf dem Handy und kein Kunde wird uns ja sein Smartphone einschicken. Deshalb brauchen wir bestimmte Standards, die es auch dem Kunden ermöglichen, uns nachzuweisen, wie viele Schlüsselberechtigungen hat er je ausgeteilt. Jetzt sind die widerrufen und damit haben wir genau das Gleiche, wie wenn er uns sämtliche Schlüssel geben würde. Aber weniger Diebstähle ist ja eigentlich das Ziel auch dieser neuen Technologie, bedeuten möglicherweise auch geringere Schäden für einen Kfz-Versicherer, sinken denn damit möglicherweise auch die Preise? Das ist eine gute Frage. Wenn Sie allerdings reinschauen in unser Geschäftsmodell, die Haupttreiber für die Preisgestaltung sind letztlich nicht mehr die Totaldiebstähle, die jetzt auch in den letzten Jahren enorm nach unten gegangen sind, sondern mehr die klassischen Unfälle, Parkrempler etc. Das heißt, wir erwarten jetzt nicht immense Auswirkungen auf die Preisgestaltung. Sie haben eine Ausnahme in die andere Richtung, wenn jetzt natürlich ein bestimmter Autotyp dauernd gestohlen wird, immer wieder, dass sich dann über die Typklasse natürlich auch eine Auswirkung im Preis ergibt, ja, und mittelbar umgekehrt genauso ein Auto, das dort völlig unauffällig ist, aber das sind eher kleinere Bereiche. Angeschlossen an diese Antwort die Frage doch bitte, welches Interesse hat denn die Allianz jetzt an der Technologie, wenn sich das jetzt aufs Geschäft nicht so auswirkt? Ja, das Interesse an der Technologie ist erstmal ein mittelbares. Wir wollen mit unseren Kunden natürlich auch für neue Technologien zur Verfügung stehen. Die Innovation kommt zunächst eben von den Automobilherstellern, die dieses Konzept anbieten. Wir als Versicherer müssen darauf reagieren, möglichst frühzeitig dem Kunden dann den gleichen Service bieten zu können. Jetzt steht ja der Digitalisierung, zumindest hier in Deutschland, die besondere Sensibilität in Fragen der Datensicherheit entgegen. Wie wollen Sie das Thema Hacking und Sicherheit und Vertrauen bearbeiten? Ja, es ist in der Tat ein Thema, das absolut im Fokus steht, das natürlich auch für Unternehmen mit einem enormen Reputationsrisiko verbunden ist. Für uns ist es so, dass wir für den virtuellen Schlüssel ja bestimmte Minimumstandards fordern, um diese Verschlüsselungen auch entsprechend hinzubekommen. Auf der anderen Seite ist die primäre Verantwortung, sozusagen, wenn Sie jetzt Cybercrime, diese Attacken etc. ansprechen, beim Automobilhersteller. Für uns ist nur wichtig, wenn es dieses Schlüsselkonzept gibt, dass es entsprechend datensicher ist. Und da auch ganz klar für uns als Versicherer, wir haben hier kein unmittelbares Interesse an einem generellen Datenfluss. Für uns ist nur wichtig, dass im Falle eines Diebstahls, das Auto ist weg, klar nachweisbar ist. Und dann gibt uns der Kunde ja quasi auch das Einverständnis anhand der Daten. Mensch, ich habe niemandem Unberechtigten irgendwie einen Schlüssel ausgestellt. Alle Schlüssel sind jetzt virtuell widerrufen. Und damit können wir auch in eine kundenfreundliche Regulierung gehen, also schlichtweg das gestohlene Auto ersetzen. Verstehe. Herr Haug, zum Schluss die Frage an Sie persönlich. Sie sind ja seit Januar im Amt als Schadenvorstand. Welche Schwerpunkte haben Sie sich denn für die Arbeit vorgenommen und wie gehen Sie in die Zukunft? Ja, bin seit Januar da. Ein großer Schwerpunkt für uns ist wirklich, und das jetzt nicht nur als Schlagwort, die Kundenzufriedenheit, weil was wir feststellen, wann braucht unser Kunde die Versicherung? Das ist letztlich genau in dem Moment, wo es drauf ankommt, im Schadensfall. Und dann für den Kunden manchmal auch etwas unbürokratischer da zu sein, Kundenlösungen zu finden und einfach gerechtfertigte Schadenfälle vor allem auch zeitnah auszuzahlen, sodass der Kunde nicht durch sehr lange, manchmal auch bürokratische Prozesse muss, sondern wirklich relativ rasch zeitnah regulieren zu können. Okay, das ist der Blick nach außen. Wenn wir den Blick nach innen richten, was ist da zu erwarten von Ihnen? Gut, zunächst mal bestehendes Gutes weitermachen. Ich bin niemand, der reinkommt und sagt, jetzt machen wir alles anders. Wir haben eine ausgezeichnete Schadenmannschaft auch an Bord und werden mit dieser Mannschaft auch weiter erstmal marschieren und wunderbar sozusagen die Dinge erreichen und noch verbessern. Also für mich ist es nicht so, dass wir grundlegend plötzlich alles anders machen, sondern Stärken jetzt letztlich nochmal ausbauen. Und unsere Mitarbeiter, das habe ich schon in den ersten Monaten jetzt feststellen können, haben ungemeines Interesse daran, auch Kunden zufrieden zu machen. Für mich besteht es in einem, zufriedene Mitarbeiter und zufriedene Kunden gehören zusammen und in dem Bereich werden wir etliches machen. Herr Haug, ich danke fürs Gespräch und wünsche viel Erfolg. Vielen Dank.